Hallo, hier ist das Team vom SupportNet und heute möchte ich euch mal die Live-ID bei Windows 8 näher bringen. Und zwar habt ihr eine Live-ID, also eine Hotmail-Adresse von Microsoft, könnt ihr euch auch bei Windows 8 bei diesem Betriebssystem mit dieser ID anmelden und somit über die Cloud eure Einstellungen synchronisieren. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise irgendwo ein Windows 8 PC steht mit einer Internetverbindung, meldet ihr euch einfach mit dieser ID an. Und er synchronisiert beispielsweise euren Verlauf vom Browser. So, ich zeige euch jetzt mal die Einstellungen dafür. Gehen hier unten rechts rein in die Einstellungen, weitere Einstellungen und Einstellungen synchronisieren. So, jetzt ist es momentan alles noch grau hinterlegt, weil wir uns noch nicht angemeldet haben. Das machen wir gleich. Ich zeige euch nur mal, was man hier einstellen kann. Also beispielsweise könnt ihr vorher schon einstellen, ob ihr eine Bildschirmlupe benutzen wollt oder einen hohen Kontrast oder allgemein das Design und die Taskleiste, genauso wie die Farbenhintergründe. Aber auch genauso, wenn ihr irgendwelche App-Einstellungen vorgenommen habt, wie beispielsweise bei der Wetter-App, könnt ihr diese synchronisieren. Gut, dazu melden wir uns jetzt mit der Live-ID an. Wir gehen auf Benutzer und dann hier oben zu einem Microsoft-Konto wechseln. Jetzt möchte ich erstmal das Kennwort von unserem aktuellen Konto haben. Das gebe ich ganz kurz ein. Gut, und jetzt können wir schon unsere E-Mail-Adresse verwenden. Dafür haben wir extra einen Account angelegt. supportnet@hotmail.de. Gut, jetzt sagen wir weiter. Und jetzt sagt er hier, das Kennwort müssen wir eingeben. Das haben wir bei der Anmeldung vergeben. Schauen wir mal, ob es noch richtig ist. Jawohl. Jetzt will er natürlich noch ein paar Sachen hier abgleichen. Und das lassen wir jetzt einfach. Gut. Na dann. Gehen wir mal hier irgendwas ein. Was fällt uns ein? Ist ja nur ein Test-Account, da können wir was eingeben. Gut, das hat er jetzt synchronisiert alles. Das hat er hinterlegt bei seinen Einstellungen. Und jetzt können wir eigentlich schon loslegen. Bei der ersten Anmeldung dauert das alles natürlich noch ein bisschen länger, weil er das Konto erst für die Live-ID alles einrichten muss, für die iCloud. Und das war es anscheinend schon. Er lädt noch ein bisschen im Hintergrund. Wir können aber schon mal zu den Einstellungen gehen. Genau, und jetzt können wir diese alle synchronisieren. Also wir können jetzt sagen, jawohl, du sollst gar nichts synchronisieren. Und wir sehen auch schon, wenn wir hier raufklicken, einmal sind diese Schieberegler. Wenn hier ein Ein steht, ist natürlich die Einstellung ein. Und wenn es orange ist, kann man es auch so sehen, dass es eingestellt ist. Gut, hier unten die Verbindung sollte nur an sein, wenn ihr beispielsweise eine Flatrate drin habt, eine DSL-Flatrate, damit die Einstellungen ständig synchronisiert werden können und nicht nur beim An- und Abmelden. Ja gut, das war schon. Wenn ihr euch jetzt anmeldet an irgendeinen Rechner, werden diese Einstellungen synchronisiert und ihr habt immer so euer Design, eure wichtigen Einstellungen parat. Viel Spaß beim Ausprobieren.